zwar, dass sie denken, dass sie uns nur schützen können, indem sie uns entweder versklaven oder bedingsen. Der Fug, ich hab's mehr. Das habe ich, ja. Tagebuch. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen um die Tankstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alternativen Eingang in Betracht ziehen würde. Also muss ich den Laster wegkriegen. Nice. Mal gucken. Lieferplan. Was zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne nehmen? Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt? Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Goals, bevor ihnen der stinkende Benzin ausgeht. Das Boss sagt zwar, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank vom LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht, ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob jemand Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte. Nachricht für Hey, wir treffen uns im Damson Templar auf ein Bier. Okay. Also sollen wir jetzt den Tank finden, das Teil befüllen und den LKW hier wegmachen. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Hä? War da gerade was? Jemand? Imagination! Was haben wir hier Nettes? Oh mein Gott, Lampe. Mach keinen Scheiß. Okay, Lampe. Können wir uns darauf einigen, dass du funktionierst? Kisten. Toll. Der Wunsch eines jeden Angestellten. Knöpfe funktionieren nicht. Nice. Jut. Mein Tagebuch. Ein seltsamer Behälter. Oh, was wir damit für machen müssen. Dieser Kanister sieht so aus, als würde er zu den Treibstoffpumpen passen, die ich zuvor gesehen habe. Jedenfalls verströmt er denselben unsäglich unheiligen Gestank. Ich werde nicht an das denken, dass in seinem Käfig an mir vorbeilief. Ich werde nicht noch einmal in diesen finsteren Maschinenraum hineinschauen. Hä? Es gibt Dringenderes zu erledigen. Vielleicht sogar die Gelegenheit, Zugang zu St. Dunstan's zu erlangen. Fuck. Was? Ein Vieh? Wo? Hä? Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ob da irgendwas war oder was da war. Aber es gefällt mich nicht. Eindeutig nicht. Ich habe Angst. Ein bisschen. Mag da nicht wieder hingehen. Wird die Musik hier jetzt gerade bedrohlich? Nur wenn eins dieser Schweine aufsteht. Oder nicht alles dieser Teile da Schweine sind. Bomba. Okay. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Fällt mir ganz gar nicht, ich bleibe trotzdem stehen.
Nimm! Nimm! Nimm den Scheiß! Egal was es war, es klang nicht freundlich. Es klang wie ein Schwein. Ah, eine schnelle Flucht. Ja, ja. Flüchten wir halt schnell. O guter Herr aller Guten und Heiligen, ich muss fliehen, mir diesen Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen und von diesem Ort entkommen, bevor diese Kreatur, dieser Fastenmensch zurückkehrt. Ich werde mich zur Kirche begeben, denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht auf heiligen Boden folgen. Ja, ganz bestimmt nicht. Super Idee, großer Meister. Nein. Na, nimm es. Flüchte. Rasch. Eile. Geschwind. Worte. Schweinemaske. Warte, ich muss hier vorne, glaube ich, kurbeln, oder? Ja. Das ist doch bei diesen alten Autos. Okay. Dafür hat diese komplette Tankfüllung jetzt gereicht, nehme ich an. Bam. Sagen wir, ich bin in Sicherheit hier. Of course we can take it home. Ja, das können wir mit nach Hause nehmen. Oh, ein Fenster, wodurch ich nicht sehen kann. Das ist das hier, die heilige Dreieinigkeit. Mhm. Keine Ahnung, was diese Symbole bedeuten sollen. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt wirklich ein Vieh hätte kommen können. Oder ob das einfach nur so war, von wegen... Wir machen das Geräusch, das hier... Okay. What the fuck? Zusammengeflickte Menschen. Kann es sein, dass sie mit ihrer hier Maschine hier Menschen zusammenflicken? Ich meine, sie hatten vorhin schon erwähnt, dass sie jemanden wiederbelebt haben. Aber dass sie hier allgemein so eine Frankenstein-Nummer abziehen? Irgendwie solche Mensch-Schwein-Hybriden? Das wäre natürlich interessant. Aber auch ein wenig verstörend, vor allem weil ich nicht weiß, wofür das gut sein soll. Tralala, gehen wir mal in die Kirche. In der Hoffnung, dass wir nicht sofort verbrennen, sobald wir eine Tür über... Ja, einen Schritt über die Schwelle der Kirche legen. Und wir gehen natürlich in den Keller. Natürlich, wohin denn sonst? Kann ja nicht angehen, dass wir mal normal irgendwo reingehen. Nein, es muss der Keller sein. Vieh und Bibeln. Die Drähte kamen aus dem Boden, während er auf dem Gras schlief. Wie Schlangen waren sie und sie bohrten sich in seinen Ohren und wurden sein Hören. Okay. Sehr, sehr... Verzeiht mir. Seltsam. In St. Dunstan. Ich erinnere mich, wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihn verschmähte. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ich seine Liebe an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn, was für ein Narr ich gewesen bin. Hätte ich solche blasphemischen Delirien in mir bewahrt, ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühlte ich die Maschine unter dem Steinpflaster hämmern und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Mhm. Mhm. Wir haben also in der Tat eine Maschine gebaut. Eine Maschine mit einer künstlichen Intelligenz, die möglicherweise einen kleinen Gottkomplex hat. Wieder irgendwelche Zähne drin sein werden. Nur eine Bibel. Welche Überraschung. Ist das? Stuhl. Weg mit dir. Hm. Schrifträumen. Okay. 23. November 1899. Zwillingskerzen, die sich nach dem Willen des Zentralheiligen winden und biegen und ihr Licht in die Ecken der Kapelle verlieren. Werfen. Ah, ich dachte, Vater Jeremiah könnte ich das Geheimnis anvertrauen, aber er ist so wie all die anderen. Dafür ist er mit seinem Schäfchen in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagt er. Wahrlich ein echter Schäfer.
ist mit seinen Schäfchen in die Käfige gewandert. Also haben wir Menschen eingesperrt in unserer Maschine, möglicherweise. Schweinemaske. Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Ach, es geht nur auf wieder. Hier ist eine Treppe nach oben, hier ist eine Treppe nach oben. Gehen wir diese Treppe nach oben. Also können wir jetzt davon ausgehen, dass wir in unserer Maschine Menschen verarbeiten und diese Menschen umbringen und dann mit Schweinen zusammen flicken, um dann irgendwas Krasses rauszubekommen. Wofür? Weiß ich nicht. Ist mir auch... Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity. One of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Naja, ist ja eine nette Art und Weise, über Gott zu reden. Ja, wenn er das meint. Naja, aber warum sollte man das machen? Um die Menschheit zu verbessern, zu reinigen, wenn man so will. Lagerraum. Dem schreit auch gut. Schreiende Lagerräume sind die besten. Und die atmosphärischsten. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Warte, ich möchte jetzt mal gucken, von wann war das andere Dokument. 28. September. 1. Oktober, 28. September. Nee. 23. November. Das ist also später, dass Jeremiah in die Kirche geht. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen. Heute aber strömen sie von selbst zu uns. Der Wärme im Winter und dem vom Mendes ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien und dass es unverantwortlich, nein, skrupellos wäre, solch wertvolle Leben wie die, die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eines der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden, nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sich in Dankbarkeit um seine Königreich sammeln. Okay, anscheinend speisen wir die Armen. Aber mit was speisen wir sie? Und das ist dem wertvollen Leben. Naja, das ist alles halt so eine Auslegung.